Hallo, ich bin Denise, Yogalehrerin von Nirvana Life in Berlin und eure Expertin für Prä- und Postnatal-Yoga. Heute zeige ich euch einfache Übungen, mit denen ihr den unteren Rücken während der Schwangerschaft entlasten könnt. Immer wieder berichten die Schwangeren in meinen Yogakursen von Schmerzen im unteren Rücken. Mit den heutigen Übungen möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ein wenig euer Kreuz vom Gewicht des Kindes entlasten könnt und somit auch Verspannungen in Schultern und Nacken löst. Für diese Übung kretscht ihr eure Beine so weit, wie es für euch angenehm ist. Zieht die Zehen zum Körper und lasst das Becken Richtung Matte sinken. Streckt den Rücken weit nach oben Richtung Himmel. Und wenn ihr einatmet, zieht ihr die Arme weit nach oben, schafft Raum und Platz. Mit der Ausatmung zieht ihr die Arme weit nach vorn, langer Rücken. Einatmen, wieder zurück nach oben Richtung Himmel. Ausatmen, nach hinten. Einatmen, hoch. Ausatmen. Einatmen, wieder nach oben. Mit der Ausatmung stellt die Hände hinter euch ab. Steckt die Fersen fest in die Matte und schiebt das Gesäß nach oben. Ausatmung, Spannung lösen, langsam nach unten kommen. Einatmen, zieht die Arme wieder weit nach oben. Ausatmen, kommt nach vorn. Wiederholt diese Übung noch 3 bis 4 Mal, wenn es für euch angenehm ist. Kommt dann anschließend wieder in eine sitzende Position. Diese Übung startet ihr im Schneidersitz. Setzt euch ganz bequem hin, legt die Hände auf euren Knien ab und fangt an, den Oberkörper sanft nach vorne zu ziehen und dann über das rechte Knie zu rotieren, links lang. Und dann kreisende Bewegung machen, um die ganze Wirbelsäule von den Halswirbeln bis hinunter zum Steißbein zu mobilisieren und eventuelle Verspannungen im unteren Rücken zu lösen. Nehmt die Schultern mit und euren Nacken. Haltet kurz in der Mitte und wechselt einmal die Richtung. Kommt dann wieder langsam in der Mitte zum Sitzen. Stellt die Hände vor euch auf und zieht euch in den Vierfüßlerstand. Stellt euch nun vor, ihr habt einen Stift an eurem Steißbein und wollt große Kreise damit zeichnen. Bewegt das Becken in eine Richtung, nehmt die Schultern mit, euren Nacken und den Kopf. Hier löst ihr Verspannung im unteren Rücken, aber gebt euch auch nochmal die Mobilität in der ganzen Wirbelsäule durch das sanfte Schlängeln. Wechselt nach 5 Atemzügen die Richtung. Und kommt dann wieder langsam zurück in den Vierfüßlerstand. Mit der nächsten Einatmung schiebt ihr das Steißbein nach oben, den Blick nach vorn. Mit der Ausatmung werdet ihr ganz rund, zieht das Steißbein zu euch in die Katze. Einatmen, in die Kuh, atmet aus, werdet rund, Katze. Einatmen, Herz zieht tief, Blick hoch. Ausatmen, rund werden, Kinn zur Brust. Wiederholt das noch 3 Mal in eurem eigenen Atemrhythmus. Streckt dann die rechte Hand weit nach vorn und zieht den linken Fuß zurück. Zehen ziehen zum Körper. Mit der Ausatmung langsam absetzen. Länge geben, linke Hand, rechter Fuß. Ausatmen, absetzen. Einatmen, lang werden, Platz schaffen zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Und ausatmen, absetzen. Wiederholt das noch 3 Mal auf jeder Seite. Um eure Beschwerden zu lindern, empfehle ich euch diese Übung vor allen Dingen am Abend, bevor ihr schlafen geht. Und natürlich dann, wenn es akut ist. Ich hoffe sehr, euch hat das Video und die Übungen gefallen.
Lilly, du hat übrigens einen Newsletter, Mom Life, der sich an der aktuellen Schwangerschaftswoche orientiert und euch dann mit Tipps und Informationen versorgt. Den Link hierzu findet ihr in der Infobox.